Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir Leatherface mit Scorchhook Pain Resonance, Hex Plaything, Hex Pentimento, Hoarder und dem Sloppy Butcher Addon. Zusammen mit einem Addon, was dafür sorgt, dass die Survivor ihre Items heilen lassen. Bedeutet, wir spielen heute sozusagen Goblin Mode Bubba, wenn ihr so möchtet. Kommt doch gerne mal in meinen Discord-Server, in den Community-Discord. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja, die Cutie Pies haben mich auf eine Map gesendet und zwar auf die neue The Shattered Square Map. Oh, ich habe Angst, ich habe mit Bubba noch nie auf der Map gespielt und die Map hat sehr, sehr viele Objekte, die mir irgendwie zum Verhängnis werden könnten, habe ich das Gefühl. Gut, wir haben Hoarder dabei, dementsprechend hoffentlich werden wir mitbekommen, wenn die Survivor ihre Items aufheben und möglicherweise auch die ein oder andere Kisten öffnen, das wäre natürlich sehr, sehr schön. Oh, da haben wir auch schon jemanden. Hallo? Na? Wo bist du hin? Da vorne bist du. Hey Mac, ich würde dich gerne ein bisschen mehr kennenlernen. Komm bitte ran. Come on. Fuck, das war sehr knapp. Okay, schnell aufheben, bevor jemand den Pellets dann bekommt. Die werden jetzt erstmal so ein bisschen Muffensausen bekommen, weil die denken, ich facecamp im Basement. Oh Gott, no! Der erste Generator ist fertig. Und ich habe es gedroppt. Gut, das war, glaube ich, die Nia, die gedroppt ist. Aber wo? Wo droppt so eine Nia? Oh, Steve, ich wette mit dir, der hat mich hierhin gesendet. Zu 1 Million% hat der mich hierhin geschickt. Ja. Fuck, plus 5 Foot. No. Okay. M1. Und ich würde sagen, wir gehen in die Richtung. Obwohl, you know what? Ich gehe zum Basement zurück. Ja. Denn hier sind 3 Leute. Und ganz ehrlich, sollte ich hier irgendwie ansatzweise nochmal einen Down bekommen, dann wäre das schon wirklich perfekt. Und, oh Mac, du machst es mir auch wirklich ein bisschen zu einfach, oder? Was soll ich hier machen? Keine Ahnung. Hoarder Value? Let's go. Die werden natürlich Terrorradius bekommen. Aber die rechnen natürlich nicht damit. Oh, ich tue mal so, als hätte ich sie nicht gesehen. Es ist ein Dwight. Okay. Ja, ich dachte, es wäre die Nia. Nevermind. Okay, dann kick ich einfach mal gegen und dann kommst du in den Basement. Der nächste Generator ist fertig. Meine Güte. Okay, you know what? Ich gehe an den Painless. Die Map sieht, by the way, sehr schön aus. Also designtechnisch ist die Map wirklich sehr gelungen. Spieltechnisch kann ich es noch nicht ganz sagen. Sie wurde erst vor ein paar Tagen gefixt, weil ursprünglich war es so, dass hier 50 Trilliarden Paletten gespawnt sind. Jetzt soll das ein bisschen angepasst worden sein, aber ich habe noch keine Ahnung, wie sich das wirklich ausspielt. Von daher, mal schauen. Aber ich habe hier einen Chase gehabt. Ich weiß noch nicht wo. Oh, hier oben. Der Steve möchte etwas verkaufen, glaube ich. Der möchte mir Eis verkaufen. Ahoi, Scoops. M1, no. Schade. Das hätte was sein können. Da wurde ich kurz zum Ninja-Bubba. Ich muss meine Kettensäge mehr verwenden. Ich muss definitiv meine Kettensäge mehr verwenden, sonst werden die Items nie droppen. Warum sollten sie auch? Come on. Fuck. Da hätten mir echt die Chilis so ein bisschen geholfen. Ja, er weiß natürlich, dass er weiterlaufen kann. Warum sollte er auch nicht? Oh mein Gott. Fuck. Ich will den nicht chasen. Mama, Hilfe. Oh mein Gott, er ist drauf reingefallen. No, als wenn er das gevacuumt hat. Bitte was? Wenn ihr mein Gesicht sehen könntet, ich bin schockiert. Ich fühle mich persönlich angegriffen. Also ich hoffe, das ist auf der Aufnahme drauf und das ist nicht einfach nur irgendwie in meinem Gehirn, was sich da gerade abgespielt hat. Das ist ja eine Katastrophe. Bitte, was ist passiert? Warum haben die einen Boon? Warum habe ich davon nie mitbekommen? Okay, ich spiele das gerade sehr, sehr schlecht. So, endlich, finally. Gut, dann kommst du mal eben her und dann müssen wir echt mal schauen, dass wir nochmal einen Painrest bekommen. Oder wir gehen halt nochmal in den Keller. Das ist mir auch recht, um ehrlich zu sein.
Schaffe ich es in den Keller? Ja, doch. Hier ist jemand, der einen Hit tanken kann. Dann kommst du an den Haken hier, weil ich glaube, die weiteren Meter kann ich mir nicht erlauben. Ansonsten wiggelt die raus. Und hier oben, der Generator ist so unfassbar weit. Die machen keine Totems. Die machen keine Totems. Ist es denen halt wirklich völlig egal? Oh mein Gott. Bitte, nicht so schnell. Habt Gnade. Ich möchte einfach nur das Spiel spielen. Ich bin doch einfach nur ein lieber Bubba, der gerade ein bisschen Proxy campt. Na, ich Proxy campe nicht. Ich bestehe darauf, dass wir das anders nennen. Ja, sonst fühle ich mich offended. Ich präferiere Hakenbeobachtung, ja. Fuck you. Fuck you. Die haben Totem gemacht. Okay, okay, okay. Planänderung. Das ist völlig egal. Der Generator ist eh fast fertig. Keine Planänderung. Ich kann da gleich hinlaufen. Ich möchte erst, dass die Second Stage erreicht. Okay, okay. Irgendwie bekomme ich das hin. Mac. Nein, geht weg. Sie ist runtergesprungen. Gott, was ist das für eine Shitshow? Was ist das bitte für eine Shitshow? Die wissen, dass ich da nicht hochgehe. Die wissen einfach, dass ich da nicht hochgehe. Oder vielleicht doch? Vielleicht doch? Nice, da haben wir nochmal einen Down bekommen. Und jetzt müsste ich theoretisch den nächsten Down bekommen, ja. Oder? Yep. So, ein bisschen Bamboozeln mit meiner Kettensäge und dann müsste ich eigentlich erkennt die Timings. Erkennt die Timings. Bodyblocken, 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 Hilfe! Er geht wieder rein. Okay. Ich probiere jetzt nochmal irgendwie ihn zu verarschen, aber der kennt die Timings so sehr. Es ist schon nicht mehr schön. Bitte lass hier keine Palette sein. Oh Gott, last second. Das war sehr böse. I mean, die sind SWF. Die sind alle SWF. Ich muss in die Richtung gucken. Oh Gott. Das war fast etwas, muss man sagen. Das war sehr gut. Kam er angerannt wie fucking Naruto. Gut, dann kommst du hier mal an den Haken und dann muss ich schauen, dass ich das irgendwie defended bekomme. Die heben ernsthaft Leber-Items auf, anstatt irgendwie die Gates aufzumachen? Okay, okay. Prioritäten müssen auch gesetzt werden, das verstehe ich. Ich akzeptiere es und respektiere es. Ja, also, pff, keine Ahnung. Unsere Perks haben ja gar nichts gemacht. Hi Steve, na? Wie hängt sich's da oben? Gut, oder? Ja, 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 ja. Hat aber gut gemacht, muss man sagen. Na komm. You know what? Get him. Get him. Naja. Los, holt ihn euch. Holt ihn euch. Holt ihn jetzt vom Haken, verdammte Scheiße. Meine Güte, ich möchte euch gehen lassen. Ist okay. Ist okay. Na komm, die haben gut gespielt. Ich hab einfach nur rumgememt. So, im Endeffekt, haben die sich tatsächlich auch verdient, rauszukommen. Ich muss jetzt nicht... Oh, wow. Das klingt so fancy. Ich muss jetzt nicht unbedingt noch irgendwie campen. Keine Ahnung. Ihr könnt aber gerne mal in meinen Discord-Server kommen. Den habe ich neu aufgesetzt, neu gestaltet, neu designt, wie auch immer das nennen möchtet. Und er sollte jetzt eigentlich ganz angenehm aussehen und, ja, sehr nutzerfreundlich sein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Ich würde mich ebenso freuen. Der Entity Hungers. Ja, der hat sich nicht gefreut. GG, well played. Wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.